Hallo, Wengshung und ich, Kala von Let's Play Some Games, spielen hier eine Runde Soulforge. Das ist ein neues Card Deck Game, was derzeit in der Open Beta im Steam erhältlich ist. Und da ich da überhaupt keine Ahnung von hatte und mir das mal angucken wollte, haben wir hier ein dreiteiliges angezockt, in dem Wengshong und ich ordentlich diskutieren, nachdenken, grübeln und uns eigentlich mit Learning by Doing an das Spiel rantasten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wer Card Deck Games kennt, wird merken, wie hilflos ich da teilweise bin. Aber es war toll, um da mal einen Einblick zu kriegen. Viel Spaß damit! Ah, verstanden, okay. Man muss dann auch immer noch mit diesem Defensiv und Aktiv und so weiter, muss man auch noch die ganze Zeit überlegen, ne? Wann greifst du an, wenn ich Battle drück und wann nicht und so? Ja, durch deinen Zauber vorhin ist er halt auf Defensiv gestellt worden. Echt? Mhm. Ah. Stimmt. Damage gemacht und du hast einen Defender gekriegt, was, ne? Was ultra nervig ist an dem. Weil das heißt, der greift nur an, wenn er angegriffen wird. Genau. Ich kann den nicht offensiv einsetzen. Hm. Oh. Aber sobald ich jetzt gleich angreife, wird er ja zurück. Ja. Wird er sich ja wehren, ne? Hm. Wenn ich mit den Randoms gespielt habe, kam ich nie über dieses Level 3 groß hinaus. Weil die schon platt gemacht haben? Ja, es war halt davor, hat jeder halt jede Seite immer viel HP schon verloren. Okay. Da weiß ich nicht wirklich, was danach kommt. Ja. Was mache ich denn jetzt? War eigentlich dumm. Scheiße, ich hätte ein Sparkboard machen müssen, naja. Weil jetzt greifst du mich dann halt immer an, ne? Und dadurch verliere ich HP. Mhm. Darum geht's ja eigentlich, dann gewinnst du ja dann, ne? Früher oder später. Im Moment verteidige ich irgendwie nur, anstatt anzugreifen. Weil sie es aber halt auch echt schnell ändern kann. Weil siehst du ja, wenn eine Kreatur schon so viel macht. Wenn es einmal durchgeht.
Ja. Da fängt das Grübeln an. Und den Sparkbot 2 habe ich gar nicht gesehen gehabt bei dir. Ups. Oh Gott. Legst du aber echt rein, ne? Ja, und schon ist wieder mit den HP ausgeglichen. Naja. Und du hast die Oberhand momentan. Ups. Ja, jetzt triffst du mich gleich mit volle Kanne 20. Jetzt wird's interessant. Ja. Ja, hallo. Guck mal, sobald ich jetzt Battle mache, machst du ja jetzt schon 30, 50 Schaden. Ja, aber es geht ja nicht alles durch. Oh doch. Ja klar, solange, wenn ich da jetzt keine Karten setze, gehen die alle durch. Und ich kann ja nur zwei setzen. Also einer geht auf jeden Fall durch. Das war scheiße, weil ich hätte den gar nicht in die Mitte setzen dürfen, weil der nur noch auf der Defensive ist. Das war dumm, weil nur zwei hätten angegriffen. Man kann auch nicht wieder zurück, ne? Nee. Ups. Was ist jetzt? Hm? Hast du noch was vergessen zu machen? Nee, ich wollte im Menü gucken, aber zack, war ich im Hauptmenü. Nee, bin da, so, Battle, zack, dann hau mich um hier jetzt. Aua, aua. Na, jetzt hast du eigentlich schon gewonnen. Ja, nicht unbedingt, kannst du ja immer noch ändern. Wie denn? Und du jetzt Battle drückst? Viel an HP. Hallo, drück auf Battle und du hast gewonnen. Ach stimmt, ich bin da drin. Drück auf Battle, los. Du hast einen 20er Attack, ich hab den falsch gesetzt.
Ist vorbei, ist egal, was du setzt. Der ich wollte es aber ganz rechts. Aha. GZ? Mein erster Sieg. Ja, es war mein Fehler, ganz rechts der. Ich nicht auf Defensivkarten geachtet habe, also ob die schon im Offensivmodus sind. Ja, cool.